Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Riesen. Wir haben im letzten Part mit dem Inquisitor gequatscht und der scheint ein bisschen durchzudrehen. Er möchte die Insel jetzt opfern und das können wir natürlich nicht zulassen. Deswegen müssen wir uns seinen Vasallen stellen, die jetzt leider gegen uns kämpfen. Ich bin gerade, oh mein Gott, ich bin gerade richtig froh, dass ich mein Skelett am Start hatte. Oh oh. Ja, Leute, das lassen wir mal schön sein. Einer nach dem anderen. Erstmal den Kommandant wegmachen. So, okay, das ist ja schon mal nicht so geil gelaufen. Gut, da oben steht schon unser Kumpel, der Untote. Dann schauen wir mal, ob der noch eine Idee hat, wie das hier weitergehen kann. Quick Saven. So, erstmal die Leute looten. Der hat ein Stück Käse dabei. What the fuck? Das sind mal edle Burschen, ne? Die gehen in so eine Krypta. Was hat er dabei? Erstmal schon edlen Käse. Noch ein bisschen Wein. Da wollte er sich Käseplatte machen, ne? Heiltrank und ein bisschen Geld. Sehr gut. Rostiges Schwert. Und Fred. Fred hat es nicht geschafft, aber mal gucken, was er jetzt erzählt. Oh, hallo. Mit dem. Nun, okay. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Der Inquisitor kümmert sich um den Titan. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Was ist passiert? Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Okay. Das wird die Insel vernichten und alle werden sterben. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach. Und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her. Und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Okay, wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden. Ja, das ist deine einzige Chance. Okay, und wie wird man zu so einem Lord? Ich hab da Bock drauf, ne? Ich hab so einen Kumpel, der ist auch Lord, aber Titan jetzt nicht, ne? Wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan im Kampf bezwingen. Klingt wie ein Kinderspiel. Du brauchst eine Rüstung, die dich vor der unsterblichen Glut des Titanen beschützt. Sonst noch was? Eine Waffe, um gegen den Titan zu kämpfen. Nur wenn du beides hast, Waffe und Rüstung, hast du eine Chance zu siegen. Okay, eine geringe Chance. Wo bekomme ich denn so eine Rüstung her? Wo bekomme ich die Rüstung her? Nur von Titanen geschmiedetes Eisen kann dich schützen. Ich besaß so eine Rüstung. Du musst sie finden. Und wo? Wo bekomme ich die Waffe her? Wo bekomme ich so eine Waffe her? Der dunkle Gott schenkte mir einst einen Hammer, um gegen die Titanen zu kämpfen. Nur mit ihm wirst du in der Lage sein, den Titan zu verwunden. Okay. Das hört sich alles ganz nett an, aber wo ist denn das Zeug am Rumliegen? Das hört sich alles ganz nett an, aber wo finde ich das ganze Zeug? Auf meinen Befehl hin wurde meine Habe an die Hohepriester der Echsen gegeben. Sie sollten sie bewahren und schützen, damit niemand in der Lage ist, die Titanen erneut zu unterwerfen. Also, wo sind diese Priester? Sie sind tot. Seit langer Zeit. Du musst ihre Gräber finden und die Siegel brechen. Dort findest du, was du brauchst. Und wo finde ich diese Gräber? Wo finde ich die Gräber? Sie sind in den Tiefen der Insel verborgen. Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand und sie werden noch immer bewacht. Es gibt 5 Gräber und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Habe finden.
Was für Siegel? Was für Siegel? Mächtige Kraftfelder schützen die Zugänge. Nur die älteste Magie hat genug Macht, um sie zu brechen. Damals erschuf ich eine Rune. Mit ihr kannst du die Barrieren zerstören, die die Priestergräber schützen. Eine Rune? Was soll ich mit einer Rune anfangen? Ich bin kein Magier. Ist denn die Magie in den letzten paar tausend Jahren nicht weiterentwickelt worden? Woher soll ich das wissen? Es muss doch da oben einen Magier geben, der dir dabei helfen kann. Na schön, ich suche mir einen Magier. Dann höre. Die Rune findest du im Sarkophag, wo auch mein Schädel lag. Den habe ich doch schon geöffnet. Nun, ich habe ein Geheimfach eingebaut. Drück den Deckel gleichmäßig zur Seite, dann wird sich das Fach öffnen und du kannst die Rune entnehmen. Nun weißt du alles, was nötig ist. Kehre hierhin zurück, wenn du dich bereit fühlst. Geil! Kapitel 4, der Titan! Ja, da freue ich mich doch. Dann würde ich sagen, Leute, das scheint das letzte Kapitel zu sein, wa? Dann sind wir denn schon in einem Level-Up nah. Wir sind noch nicht mal nah am Level-Up. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Level-Up vorher kriegen, weil ich muss ja dieses Zweihand-Ding wenigstens so einmal nutzen können. Jetzt holen wir erstmal die Rune. Wir müssen dann ja auf jeden Fall noch ein bisschen viel kloppen und so. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Sammeln wir jetzt erstmal die Rune ein. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt wieder zu Eldrick. Magische Barriere zerstören. Vielleicht ist er der Magier, den wir brauchen. Da gucken wir eh nochmal draus. Das ist ja ein neues Kapitel. Wenn ich mich nämlich recht entsinne, ist die gesamte Kackinsel jetzt komplett vollgeschissen mit diesen Echsenbiestern. Das ist jetzt alles voll gekackt mit den Dingern. Und seid ihr böse? Ich oder? Mach dich kalt. Oh, nee. Natürlich seid ihr böse. Ja, ja. Ups. Du kannst mir nicht entkommen. Leute, warum visierst du nicht einfach die... Diese Anvisieren ist ein absoluter Graus in diesem Game. Nein! Warte, er ist fertig. Jetzt! Und er visiert wieder den anderen an. Ist normal. Jetzt! Drauf auf ihn! Yo! Nice! Okay. Das wird noch spannend. Ich bin mal gespannt, wie der zweite Teil ist. So auch vom technischen Stand jetzt her, was so das Anvisieren und so weiter angeht. Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe da eigentlich durchweg nur gute Erinnerungen dran, muss ich sagen. Aber ist auch lange her, ne? Ich weiß nicht mehr so viel. Hieran erinnere ich mich ja echt an nix. Also wir kämpfen jetzt wohl am Ende gegen den Titan. Das ergibt Sinn. Ich werde dich zerschmettern. Oh, ja. Ja, warte, jetzt muss ich. Ja. Sehen wir mal, wer hier wen zerschmettert. Jetzt müssen wir die ganzen Ordensleute platt machen. Da können wir eigentlich bestimmt nochmal in die Festung hochgehen. In die Vulkanfestung und dann nochmal ordentlich Rambazamba machen, ne? Die müssen jetzt ja alle aggro auf mich sein. Dass ihr da eurem Ordens-Glaubensführer da einfach so hinterher wackelt und nichts hinterfragt, ne? Auch der arme Ash jetzt hier. Was war denn das, Mann? Ash, Bruder, was soll das? Ich will euch nicht töten, aber ich muss. Ich muss. Warum dreht ihr nicht einfach um? Ihr seht doch, dass ihr keine Chance habt. Es ist doch schwachsinnig. Na gut, okay. Er nützt nichts. Lernen durch Schmerz nennt man das ja. Beziehungsweise hier ist es Lernen durch Tod, ne? Weil die stehen nicht wieder auf. So, im Trank reinorgeln. Weiter geht's. Die meisten müssten aber auch alle gewesen sein, die hier mit auf der Tour waren. Ich bin mal gespannt. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zur Vulkanfestung mal hingehen, weil ich wissen will, ob die jetzt ausrasten. Ne? Mehr waren hier, glaube ich, nicht. Die sind ja alle so nach und nach gerückt ihrem Inquisitor hinterher, wie die Lämpchen. Ne? Man könnte jetzt halt theoretisch wirklich mal oben rausgehen. Zur Vulkanfestung. Und gucken, ob die da auch alle ausrasten. Ich gehe ja sonst immer unten raus, Richtung Eldrick. Ich würde jetzt echt mal oben lang gehen und gucken, was passiert, wenn wir zur Vulkanfestung gehen. Einfach nur aus Neugierde. Ob die mich jetzt alle umbringen wollen, weil wenn, wäre das natürlich nochmal eine gute Quelle für Erfahrungspunkte, ne? Das muss man da an der Stelle ja ganz klar sagen. Wobei das natürlich auch sehr viele Gegner sind, ne? Also es sind sehr, sehr, sehr viele. Sehr viele. Aber ich habe auch noch ein Skelett. So, mal gucken. Moin. Tja, den Titan. Ich hab komplett vergessen, dass es um Titanen ging. Ohne Scheiß, ist so lang her, ich weiß nichts mehr vom Ende. Ich wusste, dass der Inquisitor böse ist nachher, das war ja klar. Das war ja mehr als offensichtlich, aber ich wusste nichts mehr um die Titanen und so.
Witzig. Also wird er wahrscheinlich sich in einen Titan verwandeln oder versuchen ihn zu... Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hallo? Ein Speer. Bist du ein Drachenspeer oder was für ein Speer bist du? Ich weiß auf jeden Fall, dass die ganze Kackinsel jetzt voll mit den Biestern ist. Und das war damals der Moment, wo es mich so krass genervt hat, dass ich dann, glaube ich, Good Mode angemacht habe. Cool. Also, ich helfe jetzt erstmal ihm hier. Das ging schnell. Vielleicht ist Ignatius noch normal. Bist du noch normal? So. Ich muss mit dir über den Inquisitor erstmal Taschendiebstahl. Hast du ein bisschen Kraut für mich? Hey, was? Hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, habe ich nicht. Und auch du solltest diesem Laster besser nicht frönen, mein Junge. Ach, gib mir die Rezeptur. So, du, ich muss mit dir über den Inquisitor sprechen. Der dreht gerade komplett frei. Ich muss mit dir über den Inquisitor reden. Mendoza? Seine Pläne sind doch schuld an diesem Schlamassel. Wir haben schon die Kontrolle über die Vulkanfestung verloren. Was will er denn noch? Pass mal auf. Was ist denn mit der Vulkanfestung? Was ist mit der Vulkanfestung? Wir müssen uns um die Echsen kümmern, die aus dem Portal gekommen sind. Bevor wir nicht die Festung wieder unter Kontrolle haben, kann ich keine weiteren Probleme gebrauchen. Was soll ich tun? Alle Eindringlinge innerhalb der Vulkanfestung müssen vernichtet werden. Und wir müssen die Magier versammeln. Sie sollen alle in die heilige Halle kommen. Was ist mit den Gefallenen? Nimm alles mit, was sie bei sich haben. Wir dürfen dem Feind nichts überlassen. Geh und finde die Magier. Ich schütze die heilige Flamme. Alles klar. Noch sonst sowas? Geh und finde die Magier. Ich schütze die heilige Flamme. Okay, mach das mal. Ich guck mich derweil mal um. Erstmal hier rein. Ist da noch irgendwas drin? Da chillt noch einer. Wer bist du? Carlos. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles! Also gut. Dann hör mal zu. Also dann. Aber hör genau zu. Ja, leg los! Also, nachdem das goldene Tor offen war, sind wir runter in die Finsternis. Da war noch alles in Ordnung. Aber dann... Aha, so. Wie also weiter? Habe ich die Viecher umgebracht. So, verstehe. Und ich natürlich den Hebel umgegeben. Tiefer hinab. Also musste ich levitieren. Letztendlich habe ich dann die Schädel auf die Altare gelegt und das Tor geöffnet. Wirklich? So. Dann ist er durchgedreht. Er meinte also... Was? Die ganze Insel wird zerstört? Ja, und ich sagte ihm, hey, das kannst du nicht machen, aber er schmeißt mich raus und die Tür ist zu. Hm, danke, dass du es mir erzählt hast. Bitteschön, 500 Erfahrung. Wie stehst du denn jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Gut. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Dreimal Berserker. Ich danke dir, das ist echt sehr hilfreich. Judy, Quick Save. Hattet ihr auch gerade so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill Feeling, wo er das gerade erzählt hat? Oder da habe ich ihm voll eins auf Nusche gegeben. Also ich hatte hier echt harte Bud Spencer, Terence Hill Vibes gerade eben. Das war irgendwie witzig. So, hier sind noch einiges an Echsen. Wir legen los. Ja, im Grunde sieht das ganze Game für den Rest jetzt so aus. Wir müssen einfach nur noch... Versuch das nicht nochmal. Und ja. Mengen an Echsen wegmeddeln. So. Ich habe hier eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Aha. Zeig doch mal. Interessant. Eine solche Rune habe ich noch nie gesehen. Bring sie zu Meister Illumar. Er soll ein paar Spruchrollen davon herstellen. Illumar, du sollst in die Tempelhalle gehen. Ist das ein Befehl von Meister Ignatius? Ja, versammelt euch und beschützt die heilige Flamme. So soll es sein.
So. Ja. Ja, erstmal den Speer platt machen. Oh. Ja. Level up, Leute. Wir können das Zweihandgedönse lernen. Oh. Finally. Okay. Oh mein Gott. Sie sind alle tot. Alle tot! Immerhin hat er noch eine Echse mitgenommen in den Tod. Ehre. Goldschmiede. Kann ich da irgendwas machen? Ich brauche Hammer und Zange. Ah, okay. Hätte ich mir mächtige magische Amulette schmieden können. Hammer und Zange. Dass da unten echt einer rumhängt, Alter. Hättest du das gedacht? Verrückt, oder? Echsenschwert. Hier wohl der Eingang zum Haus von... Warte, Hufflepuff? Ravenclaw? Hufflepuff, ja. Der Hufflepuff-Gemeinschaftsraumeingang. Ist der wohl hier? In so einem dieser Fässer? Das könnte durchaus sein. So, wir werden uns jetzt nicht sofort wegteleportieren und hier leveln, sondern... Wir gehen jetzt hier erstmal munter weiter... Munter. Also so mittelmunter, so eher... Eher unmunter, weil schockiert von den Ereignissen, die sich hier vor unseren Augen abspielen. Dann gehen wir hier weiter. Hier noch eine Echse? Nope. In dem Räumchen hier noch eine Echse. Gut. Ja, was hat sich gepackt? Die sind alle tot, Mann. Das ist echt übel. Psst. Sei vorsichtig. Hier lauern überall Feinde. Was weißt du über die Situation? Die meisten Echsen sind zum vorderen Tor gestürmt. Ein paar wenige durchsuchen die Gebäude. Wenn wir die Vulkanfestung befreien wollen, müssen wir sie alle aufspüren und töten. Ich werde mich darum kümmern. Alle Magier sollen sich in der Heiligen Halle versammeln. Gut, ich werde gehen. Viel Glück. Viel Glück, aber warte, bevor du gehst. Spruchhornherrscher, ne? Ich habe eine Rune gefunden. Ich habe eine Rune gefunden. Dann zeig doch mal her. Ah, eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Ich kann nichts damit anfangen. Nun, ich kann dir einige Spruchrollen davon anfertigen. Oder ich bringe dir bei, wie du selbst Spruchrollen herstellen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist dein leeres Pergament und dein Federkiel. Natürlich brauchst du die entsprechende Rune und ein paar spezielle Zutaten. Welche Zutaten das genau sind, siehst du, wenn du mit der Rune am Schreibpult stehst. Okay. Ich werde selbst Spruchrollen herstellen. Nee, mach mal eben. Mach du mir die Spruchrollen bitte, ja? Mach du mir die Spruchrollen. Dann wollen wir mal. Dauert einen Augenblick. Dankeschön. Gut, die Mucke hier sind so die Spruchrollen. Danke dir. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Okay, ich brauche noch mehr von diesen Spruchrollen. Ich brauche eine weitere Spruchrolle. Natürlich, ich habe bereits eine fertig. Hier, nimm sie. Ich nehme mal noch eine dazu. Ich brauche eine weitere Spruchrolle. Natürlich. Ich habe bereits eine fertig. Hier, nimm sie. Sicher ist sicher. Ich werde bestimmt nochmal Scheiße bauen mit den Dingern. Deswegen lieber eine zu viel als zu wenig, ne? Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht hier alles ziemlich scheiße aus, um ehrlich zu sein. Da regt sich nichts mehr. Nee, das ist vorbei. Den habe ich auch schon gelootet. Da brauchst du gar nicht mehr hin. Das ist durch das Thema. Oh, so, hier unten noch irgendwas? Oh, das ist noch... Alter, gibt's was Wichtiges? Was sitzt du denn hier rum? Ganz alleine, am Rand des Nichts. Kann man hier ranziehen eigentlich? Sieht so verdächtig aus, oder? Aber kann man nicht. Ja, dann machen wir weiter, ne? Ich lasse dich hier. Bleib mal bloß hier, hier bist du sicher. Hier kommt, glaube ich, kein Echsendüdel hin. Kümmere mich mal weiter um den Rest der Echsenmenschen hier. Na? Was hast du denn hingehauen? Den habe ich direkt mit einem Schlag ins Genick weggemacht. Schweine am Start. Ihr sucht euch schön rum, ne? Oh, der Schweinehirt hat es nicht geschafft. Fred hat es nicht geschafft. Was war denn das? Geschafft. Jetzt können wir endlich mal hier reingehen. Da waren wir auch noch nie drin. Das ist neu. Dank. Eine Kartoffel. Die muss ich vorher kochen. Die sieht auch schon nicht mehr so ganz so frisch aus. Ich kriege schon richtig Triebe und haben so am Start. Johann, ist gut. Meine Lieben.
Der Horn ist am Krähen und was soll ich sagen? Ich bedanke mich dann an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten werden wir im nächsten Part den Echsen-Dude diesmal ordentlich auf die Fresse hauen. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.